Das ist die schöne Barbara. Ihr Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet die Fremde. Schauen Sie nur, ihr strahlendes Lächeln. Das gab es vor einiger Zeit noch nicht. Und das ist Bertram. Sein Name kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet glänzender Rabe. Auch er sieht sehr gut aus und hat inzwischen gut Lachen. Seit einigen Tagen ist er mit Barbara verlobt. Auch ihn hat man vor wenigen Wochen nur selten lächeln gesehen. Und das hatte nichts mit seiner Einsamkeit zu tun. Warum war das bei den beiden so? Schuld waren die über Jahrzehnte fast immer nur provisorisch behandelten Zähne. Auch die etwas nachlässige Zahnpflege. Und dass Prophylaxe ein Fremdwort war. Ja, und schon seit vielen Jahren mochten beide ihre Zähne selbst nicht mehr sehen. Geschweige denn zeigen. Eines Tages kam die Wende. Beide bekamen bei Freunden sehr positive Verwandlungen an deren Zähnen mit. Deren Zahnarzt arbeitet mit dem Konzept der ästhetisch-rekonstruktiven Zahnmedizin. Was das ist, haben sie sich dann ganz genau erklären lassen. Ästhetisch ist klar. Es sieht gut aus, in Farbe und Form. Rekonstruktiv war nicht so klar. Es bedeutet, der Natur bezüglich Funktion und Haltbarkeit möglichst nahe zu kommen. Jetzt war bei beiden kein Halten mehr. Aber Achtung, zu dem Zeitpunkt kannten sie sich noch nicht. Zufällig bekamen beide von ihren Freunden denselben Zahnarzt empfohlen. Und nur wenige Wochen später, als die Behandlungen fast abgeschlossen sind und sie wieder lachen oder lächeln mögen, kommt es dazu, dass sie dies im Wartezimmer von Dr. Perkun gemeinsam ausprobieren. Toll, oder? Wie sie da eigentlich ins Gespräch gekommen sind und über was sie sich als erstes so gut amüsieren konnten, wissen beide nicht mehr. Aber das ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass das Leben schön ist. Und schöne und gesunde Zähne gehören nun einmal dazu. Meinen Sie nicht auch?